MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, dann ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Herzlich willkommen heute zurück von der Karte Aachen 2015. Ja, die neueste Version. Es gibt ein neues Update im Jahre 2020 und zwar eine neue Linie und einen neuen Abschnitt, den man fahren kann heute. Ja, passenderweise heute hier den Zitaro Facelift mit der Überlandfront. Ja, der Subunternehmer. Deswegen steht hier auch schön im Auftrag der ASIAC. Genau, der Grabenring Express heißt er. Und der ist eine Ringlinie von Melisenbrunnen zu Melisenbrunnen. Eignet sich ganz gut, dass wir uns den neuen Abschnitt heute mal angucken können. Genau. So, einmal Ditte. Genau. GA Grabenring. Genau. Bushof, ja genau. Starten wir die Kiste mal. Ist schon ein paar Tage her, dass ich das rausgekommen habe, da mich im Stream darauf hingewiesen. Vielen, vielen Dank. Der nächste Stream dann am 11. Dezember wahrscheinlich. Hier auf YouTube wieder. Ich bin wieder frei. Ja, mein Strike ist dann abgelaufen. Freue ich mich ganz besonders drauf und werde ich aber dann nochmal ankündigen. Wäre cool, wenn ihr da vorbeischauen würdet. So, ich hoffe, dass wir jetzt hier auch auf der richtigen Seite stehen. Ne, Haltestelle 2 sollen wir abfahren. Also die andere Seite. Na, dankeschön. Wie machen wir das jetzt? Eigentlich müssten wir da hinten wenden. Das ist natürlich wieder der Spawnpunkt ist hier, ja. Aber wir sollen da abfahren. Das ist natürlich wieder mal maximal scheiße gemacht. Muss jetzt einmal flott da hinten drehen. Ja, viel Luft hat er noch nicht, ich weiß. Ist jetzt aber egal. Jetzt sieht's ja um. Ich hab jetzt leider ein bisschen weit vorgespult. Aachen Bushof. Ja, was gibt sonst noch Neues für OMSI? Was ich hier mal erwähnen müsste, es gab ein neues Add-on, was rausgekommen ist. Der Mercedes-Benz Connecto von dem Kollegen KJ. Den kennt er wahrscheinlich, also nicht K und J, sondern, also so schreibt man halt K-A-J-O-T. Ist ein polnischer Entwickler, der schon einige Busse rausgebracht hat im Freeware-Bereich. Für den Freeware-Bereich waren die Busse auch immer sehr schön. Jetzt leider wieder mal ein Add-on, damit sich Aerosoft da ein bisschen die Taschen voll machen kann. 15 Euro wollen die dafür haben, ja. Ich meine, der Bus sieht ganz ordentlich aus und so, aber ich habe bisher auch nur positive Resonanz gehört. Aber für 15 Euro ist ganz schön übertrieben, ja. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr dazu unbedingt eine Vorstellung haben wollt. Ich habe es mir jetzt privat nicht gekauft, sage ich euch ganz ehrlich. Aber so, wenn ihr das gerne nochmal sehen wollt, dann zeige ich euch den Mercedes-Benz Connecto nochmal. Ja, es sind viele Elemente dabei aus dem Freeware-Bereich. Also von den Bussen, die er schon mal gemacht hat, wie zum Beispiel zuletzt den ganz normalen Citaro, ja, oder damals den Jelch, ne, kennt er doch noch, ne? Das sind viele Sachen, wie zum Beispiel der Dashboard, die Kasse und so, das ist alles gleich, ne? Das ist alles dasselbe. Und wie gesagt, für den Freeware-Bereich war das immer super, aber 15 Euro ist mir das jetzt ehrlich gesagt nicht wert. Das dazu, falls ihr das nochmal wissen wollt. Ja, ansonsten freue ich mich für Aachen endlich mal wieder ein Update. Die Karte ist ja nur auch schon in die Jahre gekommen. Das ist aber immer noch ein Klassiker für OMSI. Wir fahren gleich da ab dem Bushof einen neuen Abschnitt lang. Den werden wir kennenlernen. Bei Aachen muss man ja immer wieder sagen, im Gegensatz zu Add-ons wie Hamburg beispielsweise. Wobei bei Hamburg sich auch ein bisschen was mal wieder getan hat, jetzt mit dem neuen Betriebshof, aber da war jetzt auch kein richtiges Update oder. Oder halt andere Add-ons, ja, wo einfach kein. Nicht weitergearbeitet wird. Es wird rausgegeben, es wird das Geld eingesteckt, aber es wird leider nicht daran weitergebaut. Muss man nicht, ist aber cool, wenn man es macht, finde ich. Und das ist hier zum Beispiel der Fall. Wo
Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Tag. Ja, es gab damals ja dieses riesengroße Update und das hat man jetzt ja auch. Neuer Abschnitt dabei, neue Linie. Unter anderem, ja, gefällt mir gut. Wie der Abschnitt noch aussieht, werden wir gleich sehen. Das kann jetzt gut oder schlecht sein. Ja, der Aachener Citaro hier, wie ich immer sagt, der China Citaro. Citaro bei Wish bestellt. So, Haltestelle 40. Sie müssen jetzt auch erstmal so. Achso, ja, ich bin das Update ja mit euch schon im Stream gefahren auf Twitch. Falls ihr mir da noch nicht folgen solltet, werden immer mehr Leute da. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr da rüberkommt, weil wir haben da so viel Spaß immer im Stream. Twitch.tv Flo540 heiße ich da. Schaut gerne mal rein. Da habe ich das hier angesprochen. Dit. Also nicht ditte, ja, das ist zwar nett, dass es hier eine Buschfeuer jetzt gibt, aber was da noch so fahren darf. Fahrradfahrer, du hast hier überall jetzt in der Stadt Fahrradwege. Wir sollen hier auch rinfahren, ja. Wie die meisten von euch wissen, hasse ich Radfahrer. Die sollen sich gefälligst mal ein Auto kaufen oder erstmal einen Führerschein machen. Keine Ahnung, was das jetzt hier los ist, ob jetzt Ökoprogramm 2020 hier ist oder so. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Radwege hier, ja, mitten auf der Fahrbahn. Finde ich persönlich immer nicht so schön. Aber man muss wirklich sagen, dadurch muss man ja jede Kreuzung und jeden Spline neu machen. Deswegen, da steckt schon eine ganze Menge Arbeit hinter. Ah, trotzdem, ja, ein Radfahrer gehört für mich nicht auf die Fahrbahn, ja. Ist ja lebensmüde. Und es gibt jeden Tag genug Unfälle zwischen Kraftfahrzeugen und Radfahrern. Gut, hier in Omsi ist es scheißegal, weil... Oder zumindest Omsi Aachen, weil es gibt ja keine KI-Radfahrer. Das wäre schon ganz schön gewesen. Wenn man das noch wie auf Hamburg dann reingebracht hätte. Hallo. Guten Tag. Tag. Weil so ist es halt immer ein bisschen sinnlos, ne? So, wo halten wir danach? Minoritenstraße, genau, das ist die Richtung, das ist ja noch bekannter Abschnitt. Weil wir fahren jetzt hier, glaube ich, im Uhrzeigersinn oder so. Ja, Außenring. Ja, einer ist auf jeden Fall im Uhrzeigersinn und einer ist gegen den Uhrzeigersinn. Ja. Aber welchen wir jetzt so fahren, wenn wir sehen. Ich denke mal, das ist hier im Uhrzeigersinn. Könnte ich mir gut vorstellen. Wenn ich jetzt rüberlege. So, dann wirst du dann nachher hier hinten. Die Hochschule hier wahrscheinlich, ne? Karlskram, Annastraße, Alter Posthof oder so. Irgendwie, das wird dann der neue Abschnitt sein. Wenn die Brandplatz soll wohl auch irgendwie neu dabei sein, habe ich gelesen. Linie 73, gerade das Stichwort. Können wir uns auch nochmal ankicken, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt. Ja, und wenn man am Tag fährt und wenn man auch mit dem mitgelieferten Bus hier fährt, dann ist die Performance auch durchaus ertragbar. Nur habe ich auch noch den KI-Verkehr aus, das hilft auch immer noch ein bisschen. Weil im Stream sind wir abends gefahren, also es war dunkel, und dann noch mit einem, ja, einem Bus, der jetzt auch nicht so performancefreundlich ist. Und das hat halt echt keinen Spaß gemacht auf der 33, ne? Weil diese furchtbaren Ruckler, wie ihr jetzt zum Beispiel, ihr seht das, das ist jetzt auch nicht gerade nett. Und guten Morgen. Morgen. Das habe ich halt auch nicht auf allzu vielen Karten. Was so extrem ist, ist wirklich leider nur auf Aachen. Ich weiß immer noch nicht, woran das liegt.
Ja, Fahrplan, wie ihr seht, ja, schon straff gehalten. Gut, wir sind mit 2 Minuten Verspätung losgefahren. Jetzt sind wir bei 3. So. Wir fahren jetzt hier heute mal geradeaus, sonst sind wir immer rechts abgewogen. Ich habe die Hilfsfälle mal an, ob die Navigation hat, wo kein Bock gehabt. Ich weiß ja auch nicht, was da los war. So, gucken wir mal, wo wir jetzt als nächstes halten sollen, weil wir sollten ja hier lang fahren, wir sollten nicht abbiegen. Ist dann auf jeden Fall irgendwie neu, wa? Technische Hochschule. Okay, ne, dann bin ich wohl falsch. Pff, egal. Geilstelle nicht gesehen, fällt heute aus. So, das ist auf jeden Fall neu hier, das kenne ich nicht, ja? Technische Hochschule. Ja, ja. Da sieht doch mal ganz gut aus, wa? Ah, wenn du hier so durchkriegst, so guck mal hier. Hier. Schick, oder? Wie hat man das gemacht? Ah, hier. Ja, ja, gut, das ist ja eher. Du sollst das ja nur von der Ferne sehen. Aber guck mal hier, ja. Ich frage euch mal ganz ehrlich, was hätte Ruhrgebietentwickler gemacht, ja? Da wäre wieder so ein Pappschild in die gegangen oder irgendwie. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte. Ja, ich möchte auch vieles. Stimmt das so? Stimmt. Dankeschön. Bitte. Ne, der hätte dann wieder einen Backdrop Deluxe oder so hingesetzt, ja. So, was haben wir denn hier noch schönes? Der Orient Expresso. Ah, ich dachte schon, wir haben auf M29er hier jetzt, oder was? So, jetzt muss ich mir mal jetzt kurz ankicken hier. Also, das ist die Schule, die ist neu, okay. Das ist die Spielstraße hier. Ach, 30 war hier. Naja. Huch. Naja, sonst sind wir immer von hier gekommen, genau. Ich würde sagen, also Hochschule sagt mir noch was. Genau, haben wir immer sonst da vorne angehalten und das ist jetzt hier also der neue Abschnitt. Weil das war so zuvor nicht ausgebaut hier, ja. So sah das nicht aus. Und was ist das hier? Das ist auch ein neues Objekt hier. Sieht auch schick aus. Ja, gefällt mir auch gut. So, Domino's Pizza. Lecker, lecker, lecker. Königstraße. So. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob das im Mühlef hier auch so aussieht. Aber es sieht auf jeden Fall so aus, dass man das vermuten könnte. Muss man sagen. Ja, das sieht doch nach Stadt aus. Die Objekte sehen auch nach... Sag mal, Fresse. Wo da hinten? Ja, sieht zumindest so aus, als wäre das ein Haus. Und das ist nicht einfach nur wieder ein Würfel, wo eine Handy, mit dem Handy aufgenommen das Bild und Textur aufgeklatscht, ja. Sieht gut aus. So, ja auch, ja. Gibt es ja auch im Straßenverkehr zu Genüge, dass hier einfach die Radfahrer dann vorher sind, ja. Und dann sieht man, also der richtige Verkehr, der normale MIV, motorisierte Individualverkehr, der wird halt leider ausgebremst, ja. Weil die Fahrradfahrer meinen, ja, sie könnten sich auch alle erlauben. Ja, normalerweise finde ich, ja, Fahrradfahrer gehören hier hin. Hier einen Radweg schön ausbauen. Abseits von der Fahrbahn. Ja, aber kickt euch hier mal dieses Objekt hier an. Sieht ja auch mega schick aus hier. Also auf jeden Fall Respekt. Nicht jedes Objekt sieht gleich aus. Performance ist ja auch sehr gut, komischerweise. Das war sie sonst ja nicht auf der Karte, aber hier muss ich sagen, ja, wir sind safe hier bei 60 FPS. Ja, wir sind bei 60 FPS, ja, ich kann mich ja nicht beklagen. Anna Straße.
Genau. Alles neue Abschnitt und Performance ist super hier. Guck mal hier, ja, auch das sieht vernünftig aus. Wenn das so ein Geschäft ist, wo das dann so ein bisschen reingeht mit einer Einwuchtung oder so einer Nische, richtig schön gemacht. Für Omsi-Verhältnisse, ja. Mehr kannst du aus dem Omsi dann halt auch nicht rausholen. Aber richtig, richtig gut. Guck, ich meine, du kannst hier sogar die Schrift lesen und so, ja, was das sein soll. Das kannst du auf vielen anderen Karten nicht. Selbst auf Hamburg geht das manchmal nicht. Aber von den Objekten her ist Aachen wirklich sehr empfehlenswert. Auch für zukünftige Erbauer von Freeware-Karten. Sollte es sie überhaupt noch geben, ja, aber Aachen, gut, hat jetzt nicht jeder, so, aber das heißt, könnte dann nicht jeder spielen, aber die Objekte kann man definitiv verwenden. Die sehen richtig, richtig gut aus. Und gerade hier die neuen. Alter Posthof. Hier? So, ja, gut, okay, da dürfte man jetzt mal nicht reingucken. Ja, die Linie geht ungefähr eine Viertelstunde. Wenn du die fünfmal gefahren bist, dann hast du auch keinen Bock mehr. Immer nur im Kreis. Aber so für zwischendurch, schöne Linie, ja. Aber schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung rein. Wie findet ihr das mit dem Update hier? Sagt er, nee, alte Karte braucht kein Update mehr. Aber ja, warum? Diese kleine Linie oder dieser kleine Abschnitt brauche ich nicht. Was sagt er, cool? Update wird übrigens automatisch über Steam installiert, wenn ihr halt das Add-on halt auch bei Steam aktiviert habt. Dann geht das ganz automatisch. In letzter Zeit viele Updates für Omsi gewesen. Meistens zeigt er ja nicht an, was das für ein Update ist. Aber jeden Tag irgendwie so kleine Sachen. Bei Tügelsdorf hat sich da zum Beispiel wieder eingemischt und so weiter. Ja, Bremen gab es auch mal irgendwie vor kurzer Zeit mal wieder irgendwie so. Also das stand zumindest in dem Steam-Update-Verlauf drinne. So, dann enden wir wieder am Elisenbrunnen. Haltestelle 2. Ah ja, hier wieder. Und da, oh, da würde die Runde gleich weitergehen. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Hallo. Hallo. So. Ah ne, sieht echt schön aus hier, muss man sagen. Ja gut, wenn man Vogel ist, vielleicht nicht, aber so, wenn man hier fährt. Richtig, richtig schön. Gut, an dieser Stelle steigen wir aus und ich mache jetzt Feierabend, wa? Ich sage ganz herzlichen Dank fürs dabei sein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, liebe Leute, folgt mir bei Twitch, wie ihr streamt. Der nächste am 11. Dezember, Freitag der 11. ist wahrscheinlich hier bei YouTube wieder und danach bei Twitch. Seid dabei, ich freue mich auf euch. Bis dahin, gehabt euch wohl, macht's gut. Ciao, ciao.